Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge FIFA 24 Karriere. Ja, es geht jetzt gegen Bremen. Sind bis jetzt stark in die Saison gestartet. Schauen wir mal, ob wir es gegen Bremen genauso machen können. Ein Spiel zu Null wäre natürlich auch mal wieder was Schönes, aber das wird sich dann in dem Fall noch zeigen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Heute melden wir uns aus dem Wohninvest Weserstadion. Das Wetter Das spielt heute Wohninvest wirklich mit. Weserstadion. Mein Name ist Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann Oh, wird die haben auch dieses so einen Spiel Ver wie gewohnt Komm. mit mir zusammen kommentieren. Und heute geht es bei uns Da um haben ein wir Spiel aus der Bundesliga. verdammten Es deutet Sichtverhältnisse. Ich hasse die alles auf Plätze ein hier, klassisches wo Spiel hin. oh, Von den stark. Gästen haben wir in den ersten beiden Spielen eine Menge gesehen. 6 Punkte haben sich schon und die Gelegenheit. Was für eine Chance! Ja. Wichtiges Tor. Er macht die Wir bekommen immer früh die Führung. Gegentore. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo War ist aber die auch schön Lücke und rausgespielt. findet. Aber was ich sagen wollte, die haben hier wieder die Sichtverhältnisse. Das hasse ich. Netz. Wobei das hier noch geht, aber bei manchen Stadien ist es echt brutal. Kolumbien. So, jetzt rennen wir wieder mal einem Rückstand hinterher. Sie bringen den Ball nach vorne. Jetzt muss die Defensive aufpassen. Flanke kommt rein. Da hat der Torwart keine großen Probleme. David Kownacki. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Druck war da, Gefahr bereinigt, gut gemacht. Ahnt, was da rauskommen muss. Schön von Christoph. Da sah es kurz so aus, als könnte er die Balance verlieren, aber er fängt sich wieder. Benes. Da jetzt. Viel zu einfach. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. Und wieder treffen sie. 2 Tore Führung nun also. Es läuft für sie. Pacoita, wir verteidigen heute aber auch gut schlecht. Im Moment läuft es natürlich für sie. In den ersten 2 Spielen hat das deutlich besser geklappt. Robin Hack. Collins. Benes. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Gibt das den Anschluss? Und er hat den Ball. Hat zu lange gewartet. Nicht wirklich getraut zu schießen. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer Arena. Wir geben rüber, es ist ein Tor gefallen. Ja, wir haben hier das oh. erste Tor für den FC Augsburg. Neuer Spielstand damit 1 Was machen wir denn heute? 24 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für die Info. Spielen heute wie Flasche leer. Benes. Balleroberung war stark gemacht. Klasse Chance jetzt. Gut verteidigt. Jetzt Eckball. Heute spielen wir wirklich schlecht. Auf jeden Fall mal defensiv. Ecke kommt lang. Da kann er jetzt erstmal klären. Stark gearbeitet. Amos Pieper. In der Pre-Zero Arena ist was passiert. Ein Tor ist gefallen. Im Studio. Gefährlich! Gehalten! Da zeigt er sein Können. Ecke in die Mitte. Den hält er, aber ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend. Offensiv eine klasse Leistung.
Gefährlicher Steilpass. Schöner Ball. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. So, was machen Sie draus? Chance zum Anschluss. Oh, was war das denn? Und da kommt da so ein cooler Ball und der Torwart kriegt ihn nicht mal. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ah. Entschuldigung, dass wir diese kurze Info zum Parallelspiel abbringen. Oh, läuft der nach hinten. Torerfolg also für 1899 Hoffenheim. Sie gehen 1:0 in Führung. Da muss er hin und holt sich den Ball. Oh, der Ballgewinn. Benes. Oh, warum passt er nicht auf Golovin? Mensch. Das Vorchecking ist da. Was machen meine Leute heute? Sie haben durchaus Platz auf außen. Flanke kommt rein. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Ja, die erste Halbzeit war nix. Zu unsicher, zu viele Fehler gemacht. Ja, dann schauen wir mal, was die zweite so bringt. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Ob es da besser wird. Geht dazwischen. David Kownacki. Geht einfach vorbei. Da ist die Chance. Wichtige Aktion. David Kownacki. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Den Ball hat er. Oh, jetzt hauen die sich ja gegenseitig um. Heute sind sie alle neben der Spur. Dann hat Bremen nach dem Sieg gegen Gladbach auch einen Sieg gegen uns. Zwei Siege in Folge. Und dann verlieren sie doch den Ball. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. City hat sich einen neuen Spieler geholt. Und da sind wirklich alle begeistert, dass das jetzt endlich geklappt hat. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Die Kopfballstarken sind mit vorne, gleich kommt die Ecke. Oh, mein Eckballtor wäre auch mal wieder was. Ja, nein. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Kann sich durchsetzen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Er zieht vorbei. Schön gemacht, spielt da rein. Schöne Ball abgeschirmt. Es gibt Ecke. Aber wenn wir die zwei Tore nicht reingelassen hätten, dann wäre es jetzt noch 0-0. Vielleicht. Ganz wichtig, da muss er hin. Heute haben sie aber wieder die Passkoordination, die ist wieder heute brutal. In der Bayern Arena hat sich was getan, es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leverkusen. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind hier 68 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Den Ball kann er klären. Ja, nicht ungefährlich. Blockt ab. Na, wirklich torgefährlich ist es bis jetzt noch nicht, was wir hier machen. Aber jeder kann mal einen schlechten Tag haben.
Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für Werder Bremen. Kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. So. Ball ist im Aus, es gibt... Ja, da geht heute nicht viel. Ecke. Mal gespannt, wo es Neubauer in der Winterpause hinbringt. David Kownacki. Wäre vielleicht die Chance, die Fans machen sich bemerkbar. Es gibt Ecke. Steil. Schöner Ball auf Neubauer. Jetzt kann das Tor Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Ecke in die Mitte. Ja. Sie leben noch. Da ist der Anschluss durch Brodowski. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Schöner Standard. Ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle. Setzt sich durch. Aber ein bisschen spät perfekt. Leider. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Der Torschütze war Harry Kane. Übrigens schon sein zweiter Treffer. Es war ein glückliches Tor, denn zunächst geht der Ball nur ans Alu. Ja, aber dann prallt er eben doch noch ins Tor. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 80 Minuten. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Oho, Abstoß. Jetzt wird gewechselt. Ich hatte auf die Ecke spekuliert. Eigentlich wollte ich flanken, aber... 2-1 heißt es hier momentan und wir schauen schon mal auf die folgende Partie. Der kommende Gegner von Bremen heißt VfB Stuttgart. Was sie heute gezeigt haben, war ja wirklich nicht so schlecht. Das Resultat zeigt es uns ja, aber ob das auch bei dem Gegner reicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wird das die Entscheidung? Der Keeper hält sein Team hier am Leben. Ein Tor ist ja aufzuholen. Und durch diese Rettungstat können sie noch auf das Unentschieden hoffen. Zieht ab! Das gibt's doch nicht gehalten! Wenn sie nach ja, dieser Ecke treffen, haben sie den Sieg ganz sicher in der Tasche. Oh, jetzt blamieren wir uns noch. Kriegen den Ball nicht weg. Sicherlich. Na egal. Man muss auch verlieren können. Halt eben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Aber man kann nicht immer gewinnen. Köln verloren, Bayern gewonnen, Leverkusen, Stuttgart unentschieden. Ja, schauen wir mal, wer als nächstes kommt. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Wir haben doch 2 gewonnen und 1 verloren. Danke für diese kurzen Aussagen. Ja, es wird auch wieder besser, Leute. Es wird auch wieder besser. Was denn jetzt? Wir müssen Elvedi als Captain absägen. Da führt kein Weg dran vorbei, der meckert mir zu viel. So, wie sieht's denn aus? Bayern erster, Bremen zweiter. Wir sind 8. Das geht aber. Leipzig auch nur 10. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder gegen Leipzig. Da können oder sollten wir vielleicht punkten, wenn sie gerade schlecht in Form sind. Und dann würde ich sagen,
Wir schauen gerade mal noch nach den Transfers, nach den Verträgen, ob da noch was ansteht. Jawohl, er hier. Buchama, den wollen wir ja auch verkaufen in der Winterpause. Und dann einen neuen jungen Offensiven holen. So, dann haben wir das hier auch schon mal geschafft. Ist zufälligerweise jetzt hier noch einer. Könnten wir das gerade finden? Nein, wir sind jetzt fertig. Perfekt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder gegen Leipzig. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.